Hallöche Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin zwar noch in der Sommerpause, aber ab und zu kommen noch so das ein oder andere Video. Und heute würde ich sagen, ist mal ein Thema dran. Also das Thema, jetzt ein Thema halt auf einen YouTuber bezogen. Das ist nämlich der Steven Gaming LP. Der Link ist in der Beschreibung, wo mein Kanal damit durchwirrt wird. Durchwirrt? Ist das ein Wort? Egal. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt mal so meine Meinung zu dem abgeben. Werde ich vielleicht auch öfters machen mit ein paar anderen YouTubern. Und ja, könnt mir dann noch gerne welche in die Kommentare schreiben und so. Aber das ist jetzt erstmal was anderes. Auf jeden Fall reden wir heute über Steven Gaming LP. Nein, ich habe nicht extra das A betont. Naja, auf jeden Fall. Zuerst mal, er hat 366 Abonnenten. Und lädt Videos hoch. Nee, echt. Ich gehe einfach mal so ganz gut auf seinen Kanal hier. Und ja, meiner Meinung wirkt er so ein kleines bisschen arrogant. Ich möchte hier, also das ist nur meine Meinung jetzt. Und das ist jetzt nur meine Meinung, nur ich finde irgendwie, er wirkt ein bisschen sehr arrogant. Und ich finde auch, er hat den Fame nicht ganz so verdient, weil er ist berühmt geworden durch so typische Tutorial-Videos oder so, oder Parodien. Zum Beispiel Zelda Skyward Sword, Glitzerpilz, bla. Oder ungespielt Livestream-Ausschnitt oder sowas halt. Und dann hat er halt noch die TS verarschen, die finde ich jetzt nicht sehr verarschig. Verarschend, so. Ja, also ich finde es jetzt nicht unbedingt sehr verarschend, wenn jemand sagt, oh, was machst du gerade? Und ja, aber das soll jeder, wie er will. Ich weiß ja nicht, was für ihn verarschen ist, aber wenn er meint, dass es für ihn verarschen ist, dann soll er weiter so verarschen. Ich weiß ja nicht, ob er damit sehr weiterkommt, aber hey. Und er hat noch ein Bug-Video, so, halt so Videos, die ich halt jeder zweite anguckt. Und ja, nicht jetzt so wie Let's Plays, weil Let's Plays hat er, glaube ich, fast gar keine. Er hat eigentlich fast nur Griefs hochgeladen. So ist es Spades-Griefing und Minecraft-Griefing und so. Minecraft Skyblock hatte sinnlose Aufnahme, aber ist ja auch eigentlich egal. Und ja, das war es so jetzt zu seinem Kanal. Aber jetzt kommen wir noch dazu. Ich war mit ihm heute und gestern, also wenn ihr das jetzt seht, ich weiß nicht, wenn ihr es seht, war ich mit ihm auf dem Nackt gespielt CS. Ja, ich war da. Mann, so was von, ja, ich war mit ihm auf Nackt gespielt CS und dann kam er in mein Channel. Ich dachte schon, ja, wow, jetzt wieder der. So. Und anscheinend kannte der den TS schon etwas länger als ich und meinte dann, ja, ich habe jetzt heute die ganze Zeit mit hier Ungay, nee, das bin ja ich. Mit Nackt gespielt und Kaddel und Zaddel aufgenommen, geredet. Ich habe die Telefonnummer von denen, so im Sinne von, ich bin viel besser als ihr, ich bin Fame. So habe ich das jetzt einfach mal entziffert. Und ja, und dann war ich halt seit heute Morgen um ca. 11 Uhr, 10 Uhr, ja, halb 11 so, war ich jetzt hier auf dem TS und da der Typ irgendwie was gegen mich hat, ja, ich bin, irgendwie hat er einen Raum aufgemacht, nämlich Ungay spielt, nee, alle gegen Ungay spielt heißt der Raum. Und da sind halt alle reingekommen, weil er sich ganz cool gefühlt hat. Und ja, und es gibt bei Teamspeak ja das, wenn 5 Leute sich bei einem beschweren, dass man dann für 20 Minuten gebannt wird. Ich weiß jetzt nicht, ich war jetzt zwar nicht bei ihm, aber auf jeden Fall glaube ich, dass er in seinem Raum hier
gesagt hat, ja, reportet alle mal ungay spielt. Das war mein Account in dem Fall. Reportet alle mal ungay spielt, der ist scheiße oder sowas, keine Ahnung. Und da haben mich halt die 5 Leute reportet, jetzt bin ich noch für 13 Minuten gebannt. Und ja. Und ich würde mal sagen, falls ihr den Let's Player kennt, oder den, macht ja fast gar keinen Let's Plays, falls ihr diesen YouTuber kennt, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu ihm haltet, und Steven Gaming LP, falls das sieht, bitte, ja, einfach nicht, und ihr abonniert mich, falls ihr mich wollt, wieso seid ihr nicht. Also, lass mich einfach in Ruhe, Punkt. Auf TeamSpeak, mute ich dich auch, basta. Okay, das war meine Meinung zu Steven Gaming LP, beziehungsweise Steven 3, 4, 5, 8, 9, keine Ahnung. Ja, das war meine Meinung, und ich würde sagen, zum Abschluss. Ich kann nicht mal Manta Monika spielen. Naja, egal. Das war's dann auch, und ciao.